Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal wieder ein Video, wo ich euch meine Comic-Neuzugänge präsentiere, also die Sachen, die ich zuletzt mir gekauft habe. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass diese Folgen halt nicht mehr so oft kommen, weil ich nicht mehr so viel kaufen kann im Moment. Jetzt hatte ich aber bei eBay was gesehen, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und dazu gibt es halt auch eine Vorgeschichte. Und zwar habe ich vor Jahren mal ein Band in der Eagle Moss Collection gekauft, über eine Serie, die früher halt mal kam, die ich nie gelesen habe und ja auch nicht so krass großes Interesse eigentlich dran hatte. Und den Band habe ich mir halt nur geholt, weil der, ich glaube, der war sogar irgendwo noch mit dabei in so einem Paket, was ich dann geholt habe. Auf jeden Fall war der auf jeden Fall sehr günstig. Und dann habe ich mir gedacht, komm, den nimmst du mal mit, kannst du auch mal in die Serie reinschauen. Und eine Review dazu, wie ihr gleich sehen werdet, habe ich, ich glaube, Ende 2021 mal gemacht. Und in dieser Review, die ich euch auch mal in die Endcard verlinken werde, da spreche ich nämlich davon, dass das für mich ein absoluter Überraschungshit ist. Ein Comic, was mich absolut positiv überrascht hat und mehr begeistert hat, als ich das angenommen habe. Weil ich ja diese Dinge eigentlich im Vorfeld ja eine gewisse Erwartung an so einen Comic habe. Und die Rede ist von Young Justice, eine andere Liga. Das ist jetzt nicht ein neuer Kauf. Das ist nur hier die Vorgeschichte zum Kauf, der gleich kommt. Enthält die Ausgaben Young Justice 1 bis 7 und dann noch diesen Flash aus dem Arc Raid Run, Flash 92, wo halt, Bart Allen sein Debüt hatte und der ist ja hier bei der Young Justice Impulse. Young Justice ist ja sozusagen die noch jüngere Version der Justice League. Es gibt die Justice League, dann gibt es halt die Teen Titans, das sind sozusagen die Sidekicks, kann man so sagen, im Groben, mit natürlich noch mehr Charakteren. Und dann hast du hier halt die ganz jungen Wilden, die in den 90ern aufkamen, wie den Klon von Superboy, der im Zuge von Supermans Tod und Rückkehr damals auftauchte. Dann haben wir halt den damals und auch jetzt, glaube ich, wieder aktuellen Robin, Tim Drake und halt noch ein paar andere Protagonisten, die als junges Team sich zusammenschließen. Und diese Sache kam damals in zwei JLA-Specials bei Dino. Und ich habe das ganze Zeug ausgelassen, hatte das ja dann jetzt gelesen und 2021 erst und dann die Review gemacht. Sie hatte mich sehr überrascht. Also der Comic hatte mich sehr überrascht. Ich war sehr begeistert, wie die Akteure untereinander agieren, wie humorvoll das Ganze ist in einer Zeit Ende der 90er. Die 90er stehen auch so ein bisschen für, dass da alles düsterer wurde und das war so eine Gegenbewegung, habe ich so das Gefühl. Das war alles locker und flockig. Und jetzt habe ich bei eBay was gesehen, hatte dann immer mal so überlegt, ah, willst du davon nicht mal mehr lesen? Jetzt habe ich bei eBay gesehen, dass da Sachen angeboten wurden, die dazu passen natürlich. Und zwar, wie gesagt, das kam damals bei Dino in zwei JLA Special und dann startete irgendwann im Jahre 2000 eine Heftserie zu Young Justice von Dino Comics. Hier habe ich Heft 1 halt gesehen, was jetzt, soweit ich das weiß, Young Justice Nummer 9 enthält, US-mäßig. Das heißt, ich habe dann eine Lücke da, weil Heft 8 war bei den Dino Specials auch mit drin und das ist hier bei Eagle Moss halt nicht mit drin. Macht mir aber nichts. Und der hatte davon halt noch mehr. Haben wir hier Heft 2. März, Coverdatum März 2000 halt, heißt, kam damals bei Dino monatlich. 5,90 Mark gekostet. Das sind noch Preise. Da, ja, davon können wir heute nur träumen. Dann hier mit Red Tornado, einem Mitglied der Justice League.
ja, Heft 3 geht halt dann hier weiter. Und jetzt kommt was. Zwischen Heft 3 und 4 gibt es nämlich etwas, was man dann lesen muss. Die haben dann nämlich auch, wie Dino das ja bei einigen Heftserien gemacht hat, Specials rausgebracht. Hier Young Justice Special Nummer 1 ist natürlich viel dicker. 4 US-Hefte drin, also so, ich habe jetzt hier noch nicht nachgeguckt, aber laut meiner Erfahrung der zum Beispiel Superman Special bei Dino, müssten hier 4 US-Hefte drin sein. Und wir sehen hier auch drauf Supergirl. Hier sind nämlich 2 Young Justice Hefte drin und 2 Hefte aus ihrer Serie Supergirl. Da das ja hier um die 2000 rum ist, müsste das noch die 90er Jahre Supergirl sein. Das heißt, es ist nicht die Cousine von Superman, sondern halt Matrix. Die hat ja damals Ende der 80er Supergirl ersetzt, sozusagen. Also es gab ja nach der Crisis on Infinite Earths kein Supergirl mehr, weil Superman war der einzige Überlebende, und dann haben sie ja wieder einen Supergirl eingeführt. Die hat aber nicht direkt mit Superman zu tun, trägt aber sein Kostüm. Ja, und das Ganze halt heißt hier Dantes Inferno. Ist also das Special, was man dann lesen muss zwischen Ausgabe 3 und 4. Und Ausgabe 4 habe ich hier natürlich auch mit Lobo. Da ist ja auch so, bei der Young Justice ist ja auch so eine kindliche Version von Lobo dabei. Weil der hier gar nicht mehr so krass kindlich aussieht. Ja, und dann geht es einfach hier weiter. Ich glaube, das hier ist Arrowverse. Halt so eine weibliche Green Arrow-Version. Auch Mitglied der Young Justice, Heft 5. Und dann hier auch mit einem sehr schönen Cover, Heft 6. Young Justice ist erledigt wegen dir, Impulse. Also wegen ihm hier, hat wieder Scheiße gebaut, scheinbar. Und apropos Impulse, Bart Allen hatte ja auch eine eigene Serie Impulse, die halt Impulse hieß. Und die ist hier auch in der Serie mit drin. Das heißt, ich kann nicht nur Young Justice lesen, ich kann auch mal die Impulse-Serie etwas lesen. Was mir hier bei Heft 6 aufgefallen ist, dass wir mit 9,90 D-Mark, ich hoffe, ich habe auch bei den Preisen vorher nicht Euro gesagt, weil es ist alles D-Mark natürlich, sind ja noch im Jahre 2000. Das ist dicker. Das hat 108 Seiten. Und dann müssten da ja mehr Hefte drin sein. Wir haben hier drin Young Justice 6. Wo steht das denn alles? Das war doch eigentlich immer bei Dino so gut gelistet. Also Young Justice 16 auf jeden Fall. Das gucke ich jetzt mal hier innerhalb des Videos nach. Das ist hier irgendwo nämlich aufgelistet. Immer wieder an anderen Stellen. Ach hier. Was haben wir denn hier alles drin? Wir haben hier Young Justice 16 und 17 sowie Impulse 55 und 56. Also von beiden Serien jeweils 2 Hefte. Und in den anderen Ausgaben von beiden Serien jeweils 1 Heft. Und daher ist das im Grunde von der Dicke und vom Preis so wie ein wie das Special eben. Und genauso geht es hier mit Heft 7 weiter. Die sind jetzt alle dicker, die jetzt kommen mit 9,90 €. Wir befinden uns schon im Oktober 2000. Warum sind die dicker? Warum haben sie einfach, ja, weil mehr drin ist natürlich, aber warum haben sie das gemacht? Weil Anfang der 2000er dann Dino ja schon einiges abgesetzt hat, und die sind ja bis 2001 haben die ja noch weitergemacht, und so ungefähr ab 2003 hat ja Panini dann die ja schon Marvel hat als Marvel Deutschland hat ja dann die DC-Sachen sowieso übernommen und Dino auch übernommen und auch viele Mitarbeiter von Dino übernommen, die noch heute dort arbeiten. Daher auch kann man auch sagen, Dino hat eigentlich qualitativ das vorbereitet, was den Standard, den Panini hat. Wobei Dino noch besser war, aber das hat da noch mehrere Gründe, auf die ich mal irgendwann eingehen werde in einem separaten Video, wo ich mich mal mit den Verlagen auseinandersetze. Wir haben hier Heft 8, und jetzt ist es so, darauf muss ich hier hinweisen. Wir haben hier Sünden der Jugend Nummer 1. Auch für 9,90 €.
oder 9,90 €. Genau wie Heft 9. Und Heft 9 ist das Abschlussheft dieser Reihe. Und jetzt haben wir hier Sünden der Jugend 3. Also fehlt eigentlich eins. Jetzt war es so, das hatte ich jetzt ursprünglich gekauft. Wie viel hat das gekostet? Also diese 10 Ausgaben, 9 reguläre Hefte und ein Special, habe ich 15 € für bezahlt. So, und dann habe ich das bestellt, bezahlt. Dann, ich wollte schon sagen, rief der Händler mich an und sagte, er schrieb mich an und sagte, ey, ich habe da noch was, das passt dazu. Willst du das für 2,75 € auch noch mitnehmen? Habe ich mir das angeguckt und dann nochmal bei dem Händler zugeschlagen. Das kam dann halt natürlich als ein Paket. Und zwar haben wir hier Young Justice Sonderband, was dementsprechend auch ein richtiges Trade halt, richtig dick ist, für 2,75 €. Und hier ist Sünden der Jugend 2 nämlich drin. Das heißt, das muss man zwischen Heft 8 und Heft 9 lesen. Dieses Sünden der Jugend ist halt so ein Mehrteiler, der halt sich so ein Event bei der Young Justice. Da habe ich natürlich keine Ahnung inhaltlich von. Das habe ich nur mal sowieso, also ich habe das auf dem Schirm, dass es das gibt. Und ja, den Sonderband hier halt dann auch noch für 2,75 € geholt. Ja, das war meine Folge Comic Neuzugänge, diese Folge Comic Neuzugänge. Da habe ich mir jetzt Lücken gefüllt zu Young Justice, kann ich alles nochmal lesen. Ich werde auch den Eaglemoss-Band nochmal lesen. Eventuell mache ich dann mal so eine XXL-Review über alles. Da würde halt der Eaglemoss-Band auch nochmal kurz angeschnitten. Da habe ich aber, wie gesagt, vor Jahren eine Einzelreview zu gemacht, die ich halt in die Endcard mal verlinken werde. Ja, ich bin sehr zufrieden, freue mich sehr auf die Serie, vor allem, weil da auch Impulse drin ist. Dann auch das Crossover mit Supergirl. Ja, das waren wieder ein paar Neuzugänge. Jetzt schreibt ihr mir mal rein, was ihr zu den Preisen sagt. Schreibt mir mal rein, wer das von euch so hat, die Serie. Was ihr zur Young Justice sagt. Und ja, gerne liken, wem es gefallen hat. Gerne mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier kommt noch mehr in den nächsten Wochen und Monaten. Habe ich zumindest vor. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.